Du feine Dame, einfach immer. E egal, was du tust und wenn du auch nur atmest, es sieht immer aus wie bei einer feinen Dame. Das hast ja. du dir antrainiert, oder? Ja. Hab ja. Ich. Ist, so ein, ist so ein Vibe in meinem Leben. Mm, Hallo, du bist, gerne, du bist gerne die Brie Vandicamp, oder? Ich bist liebe sie. Ich, ja. liebe, ich liebe nicht nur ihre Haarfarbe, ich liebe auch einfach ihren Vibe. Ja. Ich hätte wetten können, dass sie deine favorite Housewife ist von, von den Desperate Housewives. Das ist auch so, ja. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Lynette, durch und durch. Echt? Ich bin so chaotisch, ich bin Lynette. Doch, ich liebe ich, ich lieb Kinder, ich, ich würde auch mal ganz viele Kinder haben, in einem riesengroßen, chaotischen Haushalt und trotzdem business power -Frau sein. Ich bin Lynette, ja. Geil. Wobei die Leute immer denken, ich wäre ähm, Eva Longoria, aber nee. Mhm. Mhm. Ich, ich würde gerne mal mit ihr tauschen, um den Gärtner... Ähm vernaschen zu Jesse. Ich weiß gar nicht mehr, wie er in der Serie hieß, aber der Schauspieler heißt Jesse. Oh ich weiß es auch nicht, aber ich habe es geliebt. Liebe Leute, herzlich willkommen bei Teufelsküche. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche. Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Targets. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass ich das spreche. Ne? Das ich glaube, ich wusste das selber noch nicht mal, dass du ja. das eingesprochen hast. Ich habe das eingesprochen, habe das dann so ein bisschen tiefer gepitcht und ähm, Geil. teuflischer ähm, anhören lassen. Ja, ja, wir hatten letzte Woche eine ganz, ganz brisant-rasante Folge. Oh, oh, oh. ich bin jetzt Jesus schon gespannt, was dich. da für Nachrichten kam. <laughs> Ja. Du, wir Und haben ja auch eine ganz, äh... schlimme, ganz schlimme Nachricht bekommen, ne? Von, also jetzt nicht ah, auf ah. die Folge, nicht auf diese Folge, sondern ich hatte das auch in meiner Story, ähm, sondern auf unsere Diskussion zu they Them. Wir haben ja auf Instagram, wo ihr uns gerne folgen könnt, ähm, wenn ihr das noch nicht macht, auf Instagram habe ich ja manchmal so ein paar ähm, Ausschnitte aus unserem Podcast online und da habe ich ein Reel erstellt über They, Them, was wir besprochen haben. Und zwar war das eine Diskussion, in der ich einfach nur ein paar rhetorische Fragen gestellt habe und meinte nicht, dass sich Sprache entwickelt, bla 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 und Nicolette hatte ihren Standpunkt, dass sie das mit They, Them nicht so versteht und das nicht in ihren Alltag, in ihre Sprache integrieren kann, dass es irgendwie grammatikalisch keinen Sinn macht. Und die Art und Weise, wie Nicolette das aber beantwortet hat, sie hat halt immer ähm, gesagt, wenn ich dich anspreche mit They, Them äh, und für den Zuschauer da draußen sah das so aus, als würde sie wirklich mich als Beispiel nehmen und ich würde mich als They, Them identifizieren, was ja nicht so der Fall ist. Und ähm, die, die Kommentare, ihr müsst mal wirklich draufgehen auf dieses Reel und euch die Kommentare darunter anschauen, die sind unterirdisch. Also mhm. natürlich findet Nicolette mit ihrer Meinung sehr viel Zuspruch, was ich mir auch dachte. Ähm, aber es ähm, geht auch über jegliche Grenzen des guten Geschmacks oder auch der ähm, äh, gesunden Kommunikation hinweg. Also, ich weiß nicht, ob du ja. dir das angetan hast, damit die Kommentare durch. Es ist so unterirdisch und auch wie schade, dass man. Also, in dem Moment, wo du diese Meinung vertrittst, die ja durchaus legitim ist, du dir so den AfD-Abschaum mit, mit abholst, leider. Ne? So, so ja. kam das rüber in dem Moment. Und ähm, da war auch ein Kommentar, der war so lang, da wurde uns auch gesagt, wir müssen gerettet werden. Und wir haben, äh, wir stellen die Welt ins jüngste Gericht und wir finden einen Platz im Fegefeuer. Und sie so, ja, geil, hoffentlich mit VIP-Ticket. Also, Fegefeuer, here I come, da ist wenigstens warm. <laughs> ja. Also, das ist ja auch eines der Gründe, warum wir in der letzten Folge so impulsiv über Religion gesprochen haben, mhm. weil ähm, Leute das ja auch mittlerweile als Druck- und Drohmittel benutzen. Das darf man sich ja gar nicht vorstellen. Aber ja, dieses Real, was ja jetzt wirklich schon ein paar Wochen her ist, das findet ja immer noch regen Anklang und das Diskussionsbedarf. Was halt auch spannend ist, ich sage das ja immer wieder, jede Menschen würde bei der VHS mal einen Kurs in Konfliktmanagement gut tun. Aber ich kann mit dem Munter auch fusselig reden. Du weißt ja, wie meine Einstellung da ist zu dem Thema. Ich nehme immer alles persönlich. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie schnell Leute sich von einer Energie catchen lassen, oh, ja. die ursprünglich gar nicht da war. Wir haben über ein sehr interessantes Thema sehr respektvoll gesprochen und diskutiert. Jeder hat seinen Standpunkt klar gemacht und der wurde auch so hingenommen. Und ich muss sagen, ich genieße das zwischen dir und mir, dass wir sehr oft unterschiedlicher Meinung sind und das auf eine sehr elegante Art und Weise auch besprechen können. Aber dann klinken sich dazwischendurch immer mal auch wieder Leute ein, die das halt eben nicht so drauf haben, sich da so ein bisschen am Riemen zu reißen. Und das finde ich schon sehr schade. Aber weißt du, den kannst du und wirst du nie helfen. Ich finde es halt immer spannend. Ich frage mich, wie die sonst so ihr Leben immer regeln. Sind das die, die ähm, an der Kasse auch immer ausrasten, wenn die Schlange mhm. zu lang ist? Oder wie machen die das? Ich glaube, das sind so die mhm. Bildzeitungslesenden, Rauchenden. Fußballplatz-Asi-Typen <laughs> oftmals. Also, also ich habe ja auch mir den Spaß gemacht und bin mal wieder so auf ein paar Profile draufgegangen von, von diesen mhm, rabau Mache ich auch immer. Und dann sind das Jungs, Muskelprotze, die ihre Harley-Davidson präsentieren oder ihr fünftes Motorrad. Dann ist es der, der Papa vom Sportplatz. Es sind also, ja, es ist viel toxische Männlichkeit. Und dann gibt es natürlich auch Mädels. Und das sind oftmals auch so asipratzen. pratzen Also tut mir leid, sorry. Also mhm. das sind dann so Leute, wo du denkst, okay, ihr habt keinerlei Bildung genossen. Was ich halt so schade finde, weil, das bestimmt keine schlechten Menschen sind, aber die einfach eine Art und Weise an den Tag legen, die einfach, weiß nicht, gehört sich nicht. Ja, apropos fußballliebenden Männer, ähm, wir drehen diese Folge ja gerade hier vor, weil ich jetzt gerade auf Mallorca bin. Ja, bin ich. Also jetzt, wenn mhm. die Folge online kommt, bin ich auf Mallorca schon zum, am fünften Tag. Und ich bin nicht zum ersten Mal auf Mallorca, sondern ich bin jetzt hier mit meinen Mädels. Zum ersten Mal mache ich Ballermann-Urlaub. Auf Nein. meiner Bucketlist. Auf meiner Bucketlist im Leben stand ja immer, ich möchte mich. einmal den Ballermann ähm, erleben. Nicht Wie der wissen... Ballermann. Lass es mich mal ausführen. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja der größte Oktoberfest-Fan ever. Ich liebe Oktoberfeste. Mhm. Die sind ja auch sehr handfest und recht primitiv. Ich liebe ja auch. Apris Ski-Partys im Skiurlaub, die sind ja auch sehr rustikal, da geht es ja auch ordentlich zur Sache. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, ob mir der Ballermann gut bekommt und wie ich das Ganze so einschätze. In der nächsten Folge werden wir dann drüber reden. Ich werde dann berichten. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen dass mich diese Woche dann doch auch ein bestimmtes Publikum dort erwartet, die mhm. unter solchen Reels, wie wir es gepostet haben, genau. gerne schon mal den kleinen Internet Rambo spielen, aber vielleicht bin ich auch eines äh, besseren überrascht worden. Bist du denn auch zu so eine Trinkfeste dann auch so einem in so einer Nein. 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 Also ich sag's dir, je älter, ich werde, desto eher stelle ich fest, dass meine Rotten, meine Marotten einfach zu meiner Personality gehören und das auch respektabel ist wie so Sachen, dass mir mein Schlaf sehr sehr wichtig ist, dass ich für meinen Schlaf auch schon mal Termine absage oder dass wenn ich meine Ruhe brauche, dass ich auch einfach meinen Termin absage und sage, ich komme heute nicht, ich brauche Ruhe und erfinde keine Ausrede mehr, sowie auch Sachen ich trinke nicht mehr so gerne Alkohol, ich vertrage den auch nicht mehr. Und es ist für mich auch kein Problem, auf einer Veranstaltung zu sagen, ich möchte jetzt keinen Alkohol trinken mhm. und lass mich da auch auf keine Diskussion ein, sonst werde ich sauer. Also ich bin keine Saufmarie, wie es, glaube ich, mal war. Ich kann sehr gut mittlerweile einen Abend auch ohne Alkohol verbringen, weil es mir dann einfach nicht bekommt. Ich kriege Magenschmerzen, ich kann nicht gut pennen und so. Mir ist mein Seelenfrieden wichtiger als das Saufen. Also es geht mir genauso, exakt genauso kann ich alles unterschreiben. Das Problem ist nur einfach, dass ich mich in meiner mir selbst auferlegten Jugendlichkeit verpflichtet fühle, <laughs> auch, auch den, den Alkoholkonsum eines 23-Jährigen weiterhin ähm, ertragen zu können. Und mhm. so. Erwische ich mich immer wieder in Situationen, wenn zum Beispiel wenn ich jetzt äh, mit meinen Mädels oder meinen äh, Queens irgendwie einen Urlaub auf dem Ballermann geplant hätte. Oder ich wäre durch eine prekäre Situation auf einmal auf dem Ballermann gelandet. Dann wäre ich aber die erste Person, die das raushängen ließ. Öh, einmal Sangria, los geht's. Mhm. Ne? Und einfach nur aus Trotz. Und ich hätte auch Bock drauf. Und ich würde aber wahrscheinlich nur nach einem Strohhalm das so hart bereuen, könnte mir die Blöße aber nicht geben und würde weitermachen. Ich weiß ganz genau, dass ich so eine Person wäre. Ich war jetzt gerade auf dem Karneval der Kulturen von der Woche. Und das ist hier in Berlin eins der größten Volksfeste. Also, dadurch, dass wir so Multikulti gesehen. sind, wunderschön ist das. Dadurch, dass wir so Multikulti sind, kommen hier alle Nationen, alle. Etnen alle Kulturen zusammen und feiern zusammen eben vier Tage am Stück, am Pfingstwochenende. Und dann gibt es auch eine ganz große Parade mit 60 Laufgruppen ähm, aus allen Nationen, die dann ihre Kultur darstellen und auch äh, feiern und auch musikalisch und äh, in Kostüm und allem. Und da wird halt auch gesoffen ohne Ende. Ne? Auf dieses, das ist mhm. halt ein Straßenfest, so ein richtiges Straßenfest. Und ich habe mich mit einem Was da getrunken. Bier? Alles, nee, es gibt also es gibt alles. Also hat ja, ähm, da gibt's afrikanisches Bier, es gibt ah ja, Mojito cool. aus Kolumbien. Ah, also cool. weißt du, so jeder Stand mit seiner Nation hat so seine verschiedenen äh, Spezialitäten, die sie mitbringen. Und das sind glaube ich zwei Millionen Leute am Wochenende. Also es ist wirklich wow. unglaublich riesig und ich habe mich mit einem Kumpel, mit dem ich seit zwölf Jahren äh, befreundet bin, wir sehen uns aber nur jedes Jahr. Wir sehen nur uns nur einmal im Jahr, wo wir in der gleichen Stadt leben, aber so Freundschaften gibt es. Ne? Und jetzt jedes Mal schön. Ich habe mich mit dem verabredet und ich so, aber saufen wir. Und er so, ich, ich hatte gehofft, dass du es fragst. Ne? Und dann haben wir angefangen dort zu trinken und es war auch total schön. Es war ein richtig schöner Abend. Und er meinte dann irgendwann so, naja, ich hatte eigentlich gehofft, dass du es nicht ernst meinst, aber jetzt müssen wir müssen ja da durchziehen. Ne? Und jetzt haben wir uns beide total besoffen, obwohl wir es eigentlich nicht wollten, einfach nur, weil wir uns diesen Druck ausgesetzt gefühlt haben. Aber dann war es doch schön, oder? Es war schön. Es ja. war total. Ich bin Toll. auch im Busch gelandet. Ja, richtig so. <laughs> richtig so. So muss das sein. Und er hatte seinen 15-jährigen Neffen dabei. Und ähm, das war auch mal interessant, dieser, dieser Generation nicht Konflikt, sondern Austausch, wie die mit 15 auf die Welt schauen, wie wir auf die Welt schauen. Und ich kam mir auf einmal so alt vor, ne? Weil ich dann gesagt habe, ach komm ey, in deinem Alter habe ich das und das gemacht und so und so. Und jetzt ja, entspann dich mal. Und dann dachte ich mir, ja, Moment mal, was, was ist was sind das für Worte gerade von, wenn ich schon sage, in deinem Alter, halt die Fresse, Candy, was erzählst du für einen Scheiß? <lacht> <lacht> ganz, ganz schlimm. Süß. Ja. Ja, aber, aber ja. dann, dann ist es ja auch schön. Ich finde, das darf halt nicht so aufgezwungen sein. Beim Oktoberfest ist es zum Beispiel, dass ich das sehr gerne mache. Da trinke ich dann Bier und das macht mir Bock und da gibt's gutes Essen und ich liebe die Stimmung einfach. Ich liebe Oktoberfeste. Ich glaube, wenn du am Ballermann bist, wenn du da nicht trinkst, dann musst du den Rest halt ertragen können. Mhm. Wenn du das alles durch klare Augen siehst, da versinkst du im Boden vor lauter Scham. Aber so eine Woche Ballermann ist schon hart. Also ihr werdet dann ähm, auch noch andere Destinationen. Ja, nein, anfahren. Nein, nein, nein. Also okay. ich bin nur sechs Tage da, also fast eine Woche. Ich reise vor den anderen ab, weil ich zu arbeiten habe. Und wir sind dann zwei, dreimal sind wir dann dort, da im Bierkönig und so. Mhm. Und die restlichen Tage haben wir andere schöne Sachen geplant. Also ich kann das nicht jeden Tag. Aber bei meinen Mädelsurlauben ist es auch immer so, wenn jemand irgendwas nicht machen möchte, darf der sich auch sehr gerne selber den Tag gestalten. Und ich habe so zwei, drei Sachen, die ich auch gerne sehen möchte. Ich möchte. Mal nach Palma, ich möchte vielleicht noch mal eine Katamaranfahrt machen. Also, ich mache das ganz unabhängig von dem Rest. Wer mitkommen möchte, kommt mit und ansonsten, ich gucke mir das einen Tag lang an und wenn es mir gefällt, gehe ich gerne noch mal dahin. Die Sache ist nur die, wir können jetzt mal offen drüber sprechen. Ich habe Freundinnen, die haben ihren Ehemann im Bierkönig kennengelernt. Zwei <laughs> Stück. Ich hab ja, ja wir haben ja erzählt. schon mal über die Männer deiner Freundin gesprochen, ja. Ja, wobei ich muss dazu sagen, ich finde die wirklich ganz toll, die zwei Männer oder mhm. meine Freundinnen, die ihren Mann im Bierkönig kennengelernt haben. Also das ganze ist ja nicht Chancen oder aussichtslos. Das muss man wirklich sagen, ich bin da auch eines besseren belehrt worden. Dennoch die Mehrheit der Männer in, auf solchen Veranstaltungen oder auch bei einem Oktoberfest oder auch beim Apreschi ähm, so dieser typisch Fußball spielende Ingo, der einmal im Jahr mit dem Fußballverein und im Herbst noch mal zum Closing mit dem Kegelverein in Bierkönig fährt, das wäre so mein Männeralbtraum wie aus dem Bilderbuch. Das wäre ja. wirklich der größte Albtraum, den du mir je servieren könntest. Der könnte stinkenreich sein. Der könnte super schön aussehen. Das wäre sowas, Da würde ich mich immer fragen: Dafür habe ich jetzt nicht darauf hingearbeitet. Das ist das auch die wirklich. Portion Mann, die planning betreibt ohne Ende, die dir als Mann die Welt erklären wollen, weil sie denken: Du kleines Dümmerchen, ich weiß es doch besser. Lass mich doch mal erklären. Ja, das sind auch die, die bei First Dates, wenn man das guckt, sagen: Bitte keine Tussi, bitte keine Tussi, die das so hast dick schon geschminkt wieder geschafft. ist. Du hast schon Was wieder das? First Dates erwähnt. Ja, bei in der letzten Folge nicht. Doch, natürlich, in der letzten Folge hast du es auch erwähnt. Nee, habe ich nicht in der letzten Folge. Wir haben über First Dates gesprochen, natürlich. Über deinen äh, Trettel. Ach doch, ja, stimmt. Gar nie. Na egal, aber jetzt mal ohne First Dates gesprochen, das sind so Männer, die immer sagen, ja, meine Frau, das darf keine Tussi sein, die soll nicht so dick geschminkt sein. Ich brauche so eine robuste und so. Das ist ja auch alles gut, das können sie ja auch haben, aber das ist ja am Ende des Tages auch immer nur so ein Selbstschutz. Dieses, also eigentlich habe ich gar nicht viel zu bieten und ich bin auch so ein bisschen primitiv unterwegs, deswegen möchte ich auch eine Frau haben, bei der es jetzt nicht unbedingt so auffällt. Das ist gar nicht mein Geschmack. Also männertechnisch nicht mein Geschmack, nee. Funktionieren denn deine, wenn du so einen Mädchenurlaub machst mit deinen Girls, ist das immer eine gleiche oder ähnliche Konstellation, immer die gleiche Truppe und wie funktioniert das? Weil ich habe das noch nie so gehabt und ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Ich bin in einer Sache sehr gut, nämlich darin, Beziehungen zu führen im Leben. Mhm. Ich glaube auch, dass ich eine gute Freundin bin. Das liegt aber nicht daran, dass ich so toll bin oder meine Freundinnen perfekt Doch, sind, sondern finde ich auch. Muss Aber ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass ich die Menschen aufhöre, verändern zu wollen, und ich lasse die Leute so, wie sie sind. Ich lasse meine Freundinnen in ihren Macken und die lassen mir meine Macken. Und mhm. im Mädelsurlaub läuft es immer so, dass diejenige, die keinen Bock hat, darf auch gerne was anderes machen. Da wird nicht diskutiert. Es gibt ganz klare Regeln, wer mit wem in einem Zimmer schläft. Ich schlafe nur mit meiner Freundin Charlotte oder meiner Freundin Liz in einem Zimmer, weil die genauso wie ich schlafen wie Don Röschen auf dem Rücken gerade. Die hörst du nicht, die siehst du nicht. <laughs> und die, die im Bett rangeln, die sollen in ein Zimmer. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Aber es fährt auch keiner eine Egoschiene. Alle sind pünktlich, niemand lässt den anderen warten. Das hat schon, das, 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 hat, das funktioniert seit Jahren. Seit Jahren funktioniert das. Da gibt es nie Krach und Streit. Ich finde es immer ganz, ganz toll. Und die sind ganz anders drauf als ich. Also meine Mädels sind Partymäuse, die lieben Ballermann, die lieben Apres-Ski, die lieben auch die Männer da. Die finden die ganz toll. Also, liebe äh, Freundesmädelsgruppe von Nicolette, ich möchte mich hiermit bewerben, einen Urlaub mit mhm. euch zu verbringen. Ich möchte mit aufgenommen werden in diese heiligen Riegen. Kannst Und du? Äh, ich will da einmal mitkommen. Ich find, kannst das du sehr gerne. Du ja, kannst auch sehr gerne Mikonos. mitkommen. Die würden sich riesig freuen. Das ist ganz, ganz toll alle sind handfester kein fein dining kein champagner kein kaviar sondern eher so robust unterwegs und alle lassen jeden so sein wie er oder sie möchte so bist du ja herzlich eingeladen aber muss selbst das bezahlen mal. Ne? ja ja ach so sonst die anderen letzte ein oder wie <laughs> nee nee <laughs> ich Nicolette schmeißt nur Urlaub. Yeah. <laughs> nee, süß, da bin ich mal dabei. Auf jeden Fall habe ich Bock. Du, ähm, was ich mich schon lange, lange, lange gefragt habe, und ich habe ich, ich weiß nicht, warum ich das, das noch nie gefragt habe in den Jahren, die wir uns jetzt kennen. Ich dachte mir, das mache ich jetzt mal öffentlich. Wie kam es zu deinem Dirty Donnerstag? Du machst den ja jetzt schon ewig. Und wie kam es dazu? Hat irgendjemand mal von deinen Freunden gesagt: Mensch Nicolette, du bist doch so lustig, mach doch mal. Oder war das eine Idee von dir? Und hast du damals schon ein Following gehabt? Oder kam das Following nur durch den Dirty Donnerstag? Mhm. Die Geschichte ist eigentlich ganz äh, kurz. Ich habe für einen amerikanischen Kosmetikkonzern gearbeitet im Außendienst. Das heißt, ich hatte einen Firmenwagen, einen Ford Focus, den habe ich geliebt und habe Kunden besucht. Und jeden Montag war Bürotag. Und hinter mir am Schreibtisch saß die Social Media Beauftragte für diese Firma, die quasi die Social Media Kanäle bespielt hat. Und das war die liebe Dina, die man kennt unter About Dina. Ähm. Und in diesem Großraumbüro Montag saßen ganz viele Mädels, ganz tolle Frauen. Und wir haben immer so Geschichten erzählt. Ich habe immer schon sehr gerne den Klugscheißer gespielt und Ratschläge verteilt. Und Nadine hat immer gesagt: Du sollst, du musst solche Geschichten auch mal auf Instagram erzählen. Ich hatte damals 900 Follower. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was Influencer sind oder wie dieses Instagram so funktioniert. Die Diener hatte zehn damals. Jahren, oder? Sieben, acht Jahren war das. Okay. Und die Dina hatte so 45.000 Follower schon, was vor acht Jahren der Himmel war. Ja. Und dann habe ich mich eines Abends irgendwann hingesetzt und habe eine Story gemacht. Da kam nämlich gerade die Story-Funktion und die Story lautete ähm, Typische Dating-Eigenschaften über Männer. Irgendwie so war das. Und die Dina hat mir damals einen Shoutout gegeben. Und früher war das so, wenn man jemanden ein Shoutout gegeben hat, Holla. hatte man am nächsten Tag 10.000 Follower mehr. Heute ja. sind es 10 Follower. Kein Mensch weiß genau, was passiert ist, aber Menschen mhm. folgen einem einfach nicht mehr. Im Gegenteil, die springen sogar ab. Mhm. Und so war das mein Startschuss. Und dann habe ich drei Monate später meinen Job gekündigt. Was daran lag, dass ich im Kundendienst war und ich habe zum Beginn meiner Karriere sehr herbe Stories gemacht. Ich habe kein Blatt vom Mund genommen. Ich war noch ziemlich ähm, ja, plastisch unterwegs und mein Chef hat mir dann damals nahegelegt, dass es im Kundenverkehr nicht so gut sei, solche Stories zu machen. Und ich habe das damals nie verstanden, weil das ein sehr tolerantes Unternehmen war und habe dann später herausbekommen, ähm, der Konzern, für den ich gearbeitet habe, hat unter anderem auch italienische Produkte vermarktet. Und einer der Kunden, die ich betreut habe, hat in Italien in der Hauptzentrale angerufen und den Leuten gesagt, dass ich auf Instagram über Sex rede und über Beziehungen und ein bisschen anrüchig sei. Und dieses italienische Unternehmen hat sich dann an meinen Chef gewandt und gesagt, dass sie das so wow. nicht mehr vertreten möchten. Ich bin damals in die Pfanne gehauen worden von einem ziemlich bekannten Friseur in Köln, der hat das gemacht. Der weiß auch, glaube ich, bis heute noch nicht, dass ich das weiß, aber er hat in Italien angerufen und ähm, ja dafür gesorgt, dass es mir, dass mir das Probleme gemacht hat. Und mein Chef hat mir dann damals angeboten, mir einen Posten im Innendienst zu geben, das wollte ich aber nicht. Dann habe ich ganz mutig, wie ich war, mit 7000 Euro gespart auf dem Konto, gesagt, nee, dann kündige ich jetzt. Das fanden die sehr schade, weil ich gerne in dem Unternehmen war, aber dann habe ich gekündigt, mein Vater ist in Tränen ausgebrochen, der hat gesagt, du hast eine gute Position, du hast einen Firmenwagen und wie willst du das jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, Papa, mit 7000 Euro schaffe ich rund drei Monate zu überleben. Ich hatte eine kleine Wohnung und keine großen Kosten. Und ich probiere das jetzt drei Monate. Mein Vater wusste überhaupt nicht, was Influencerei ist und was ich damit machen möchte. Und tatsächlich habe ich in den drei Monaten so viel Gas gegeben. Wir haben, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal darüber gesprochen, mhm. dass in dem Moment, wo du dich voll auf eine Sache konzentrierst, wird die auch besser. Und ja, das ist jetzt sieben Jahre her. Und der Dirty Donnerstag ist dadurch entstanden. Dass ich immer schon über Männer und Frauen gesprochen habe. Und irgendwann ist ein Online-Magazin auf mich zugekommen, hat gesagt: Würdest du mal gerne zehn Online-Leserinnen-Fragen beantworten? Und das war die Geburtsstunde vom Dirty Donnerstag. Und den ziehe ich seit Jahren jeden Donnerstag durch. Und es ist anstrengend und erfordert sehr viel Disziplin. Na, vor allem, weil es auch ähm, immer wieder das Gleiche ist, wahrscheinlich. Ne? Also, du immer. hast ja die gleiche Frage <laughs> schon eine Million mal beantwortet. Klar. Was sind, was sind so Fragen, wo du sagst: boah krass, damit habe ich nicht gerechnet? Die beantworte ich super gerne, weil die auch für mich neu ist. Also kommst du kommst auch an deine Grenzen inhaltlich, wo du sagst, ja, kann naja, ich gar nicht was. Es geht helfen. so. Die, die Leute beschweren sich ja immer wieder, dass der Dirty Donnerstag die ersten Jahre viel versauter war. Der war richtig dirty. Hm. Ich habe viel über Sex geredet. Ich habe kein Blatt vorm Mund genommen. Und ich muss sagen, ja, das war so. Und ich verdanke meinem großen Mundwerk auch wirklich meine, meine Karriere. Das hat mich ja so nach vorne gebracht. Aber ich konnte irgendwann nicht mehr in den Spiegel gucken, weil ich konnte irgendwann, habe ich kein Geld verdient, weil die Firmen wollten mit mir nicht zusammenarbeiten, weil ich war die versaute, primitive, anrüchige Frau aus dem Internet. Ich war die Sexbloggerin und ich habe teilweise Ratschläge am Anfang verteilt, für die ich mich heute in Grund und Boden schäme. Die würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass die Menschen richtig Interesse an meiner Meinung haben und dass Menschen auch Dinge beschäftigen. Jeder Mensch hat so seine Story und hinter jeder sexuellen Eskapade steckt halt immer noch eine größere Story. Und an alle, die traurig sind, dass der Dirty Donnerstag sich verändert hat, das tut mir auf der einen Seite leid, aber ich habe mich nur mal weiterentwickelt. Und wenn mein Publikum sich nicht mit mir weiterentwickeln möchte, dann finde ich das wirklich schade, aber ich würde es auf keinen Fall mehr ändern. Und die meistgestellteste Frage ist immer noch, wie werde ich selbstbewusst? Nichts mit Sex, Echt? nicht mit Beziehung. Die Leute wollen mhm. nur wissen, wie werde ich selbstbewusst? Weil die Leute ja immer glauben, ich bin das Selbstbewusstsein mhm. in Person. Die wissen ja gar nichts von meinen Unsicherheiten. Ich habe ja auch nicht auf jede Frage eine Antwort, beziehungsweise manchmal ändere ich auch meine Meinung. Oft sogar. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du du hast den Dirty Donnerstag lange gemacht und irgendwann kamen dann wahrscheinlich immer bessere Brandanfragen und so. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich starte jetzt auch als Comedian durch, ich, weil du hast ah, ja jetzt schon, ja. ich glaube, drei große Touren gehabt, deutschlandweit, mhm. äh, super viel ausverkauft, riesengroß. Also wo, also das ist ja für Newcomer unglaublich. Ne? Ja, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe ja damals ganz eng mit Orion zusammengearbeitet einem der größten ähm, Sextoy-Versandhäuser in Deutschland. Und für alle, die sich fragen, was zwischen mir und Orion passiert ist, naja da ist nicht viel passiert. Ich habe einfach meine eigene Sextoy-Brand gekündigt und es wäre ja ziemlich kontraproduktiv, wenn ich noch andere Firmen... Ja, es, die habe ich gegründet und es wäre ja, ja nicht gerade produktiv oder vom Vorteil, wenn ich dann eine andere Company bewerbe. Ähm, und Orion hat sich damals gedacht, sollen wir mal eine Live-Show machen zum Dirty Donnerstag, wir laden so 50 Leute ein. Mhm. Dann hat man keine Location gefunden mit 50 Leuten. Im Orion-Shop selber hat es auch nie gepasst mit der Bestuhlung. Und dann hieß es, komm, wir machen das mal in Köln, da ist ein Saal, der ist allerdings für 200 Leute. Würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wird er ja nur halb voll. Und dann waren diese Tickets in drei Sekunden ausverkauft. Also ich glaube, es waren drei oder vier Sekunden. Und daraus ist dann eine zweite Show und eine vierte Show geworden. Und das Interessante ist, ich wollte eigentlich nur so ein paar Fragen aus dem Publikum beantworten. Und dann saß ich zu Hause und habe gedacht: Scheiße, da kommen 200 Leute, die bezahlen 40 Euro pro Ticket. Die musste irgendwie unterhalten. Also habe ich ein kleines Programm geschrieben. Und das war irgendwie so ein lustiges Comedy-Programm. Ich, ich, ich habe es selbst geschrieben. Ich wusste ja gar nicht, wie man ein Comedy-Programm schreibt. Und das war die Geburtsstunde, dass ich unfreiwillig Comedian geworden bin. Und heute immer noch ist es etwas, was ich glaube ich ganz gut kann, aber was ich gar nicht so gerne mache. Und warum machst du es nicht gerne? Das Schreiben ist eine Belastung für mich. Ähm, ich glaube, Comedy zu schreiben ist eines der schwierigsten Herausforderungen, weil ich stehe ganz alleine auf der Bühne. Keine Musiker, kein, kein Background, keine Tänzer, gar nichts wie bei einer Sängerin. Hm. Sondern ich muss alleine zwei bis drei Stunden Menschen nicht nur unterhalten, ich muss die zum Lachen bringen. Und sich Witze aus dem Ärmel zu schütteln, dass man, du kennst mein Programm, dass man drei Stunden lang eine Linie hat und so. Ich habe das natürlich im Laufe der Jahre auch verfeinert. Ich möchte, dass niemand anderes mein Programm schreibt. Das würde nicht passen. Da bin ich, da habe ich zu viel Ego. Ich mache meine Kunst alleine. Aber das ist ein monatelanger kreativer Prozess, der so eine Herausforderung für mich ist, dass ich da sehr, sehr oft an mir selber zweifle. Ich habe da viele Ängste und viele Unsicherheiten. Und Wie gehst du da vor? Weil wenn ich zum Beispiel lege für unseren Podcast, dann mache ich es so, dass ich in der Woche, wenn mir was passiert, ich sofort mein Handy rausholen und das aufschreibe. Und ich habe ja. eine, eine Notiz-App, da, da, da ist Teufelsküche, da schreibe ich das dann rein, damit ich mich daran erinnere und ich das dann erzählen kann. Ja. Und sammelst du auch dann das Jahr über einfach, wenn dir, was, wenn dir ein Witz einfällt oder ja. wenn du was hörst, so, mhm. ah ja, geil, daraus kann man was machen? Total. Sprachmemos sind mein bester Begleiter. Ich kann jedem nur sagen, der ein Buch schreibt oder irgendwie einer anderen Schriftart sitzt. Sprachmemo ist die beste Funktion auf eurem Handy. Und wenn es immer nur ein Satz ist, den man sich da selber einquatscht, damit man ihn nicht vergisst. Und meine, meine Taktik beim Comedy-Programm schreiben ist es, nicht einen Joke nach dem anderen rauszuhauen, sondern ich mache einfach nur Storytelling. Storytelling aus dem Leben. Zum Beispiel, die Leute lachen einfach darüber, wenn ich demonstriere, wie man als Frau auf einem Mann reitet. Und eigentlich mhm. geht es einem nicht gut dabei, die Knie schlottern, man ist nicht sportlich genug, man sieht dabei scheiße aus. Und das sind so Sachen, die jeder kennt aus dem Alltag, jede Frau, jeder Mann. Und ich spreche das dann eben aus. Und wenn man es dann auch noch plastisch darstellt, leben die Menschen das. Also ich versuche mich da nicht irgendwie zu verfremdeln. Und das würde nämlich passieren, wenn jemand anderes mein Programm schreibt. Und deswegen erzähle ich da einfach Geschichten. Und das Programm, was ich am Anfang der Tour habe, ist auch niemals das Programm, was ich am Ende der Tour habe, weil ich sehr auf Reaktionen achte. Ich interagiere sehr gerne mit dem Publikum. Klappt mal mehr, klappt mal weniger. Und dann kam ja irgendwann Intimate Hours. In der Pandemie war es so, dass ich unbedingt nochmal Dirty Donnerstag richtig live auf die Bühne bringen wollte. Keine, keine Witze, kein Comedy, sondern ich wollte was übers Leben erzählen. Man muss dazu sagen, ich liebe das, was ich mache. Ich liebe Zwischenmenschlichkeit und Beziehung. Ich bin fanat in Vorlesungen, in, 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 in Statistiken, in Psychologie. Also ich glaube, dass ich als Hobbypsychologin ein Wissen mittlerweile habe, was so Extravagant ist und so überordinär. Und dann haben wir Intimate Hours in der Pandemie zwei, dreimal in Frankfurt getestet und das hat, das hat mich extrem befriedigt. Das war eines der Arbeiten, die mich so befriedigt hat. Ich war so in meiner Mitte und da wusste ich, das ist das, was ich für immer machen möchte. Und so ist Intimate Hours entstanden. Also machst du Intimate Hours inzwischen lieber als die große mhm. Comedy-Tour? Ja, total. Wir werden im Februar eine Intimate Hours-Tour machen. In 15 Städten, diesmal in größeren Hallen, in der Hoffnung, dass ich die Tickets verkaufe. Die Zeiten, wo ich nach fünf Minuten ausverkauft war mm. wie Beyoncé, sind auch vorbei. Aber ähm, das ist was, was mir richtig Spaß macht. Und was auch so emotional ist, was so die Menschen bringen, ihre Geschichte auf die Bühne. Ich weiß nicht, wie es dem Publikum geht, aber für mich ist das einfach die größte Wohltat, Intimate Hours. Aber sagst du dann, okay, ich, ich fokussiere mich jetzt nur noch auf Intimate Hours und Comedy, mh, kein Bock oder wo ist der Unterschied? Weil mit Comedy holst du wahrscheinlich noch ein größeres Publikum ab, oder? Das kann sein. Ähm, ich habe super viele Anfragen für Comedy, auch fürs Fernsehen. Vor allen Dingen dieses Jahr war es sehr, sehr, sehr viel. Ähm, ich bin zum Beispiel auch für einen Preis nominiert worden, den habe ich aber abgelehnt, weil ich nicht mit Luke Mockridge auf einer Bühne stehen wollte. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ihr könnt euren Preis behalten, ich komme nicht. Und auch so eins live und auch beim CSD bin ich für verschiedene Comedy Acts gebucht worden oder die wollten mich buchen und ich habe das abgelehnt. Ich mache nichts mehr, was ich in dem Moment nicht fühle. Und oft ist es zum Beispiel auch so, ich bin für eine Aufzeichnung, wollten die mich buchen. Ich hätte dreimal ein 15-minütiges Set vortragen müssen, also dreimal 15 Minuten Comedy-Programm. Ähm, das wird super schlecht bezahlt, sowas. Fernsehen ist immer schlecht bezahlt. Mhm. Und um ein 15-minütiges Comedy-Programm zu schreiben, brauche ich locker sechs Wochen. Also brauche ich 18 Wochen für dreimal 15 Minuten. Und ich bin nicht mehr bereit, diesen Aufwand zu betreiben für das bisschen Geld. Es liegt aber auch daran, dass ich nicht mehr so scharf darauf bin, als Comedian bekannt zu werden. Das habe ich für mich irgendwann erkannt. Und ich denke, du siehst das genauso wie ich. Man hat irgendwann das Alter, wo man nur noch Dinge machen möchte, auf die man Bock hat. Vielleicht gehe ich irgendwann nochmal auf comedy -Tour, aber im Moment, nächstes Jahr, sehe ich mich da einfach nicht. Weil ich fand das großartig. Also, ich, wie gesagt, ich habe ich hab alle, alle drei Touren gesehen. Mhm. Ähm, ich, also, ja, wie gesagt, die erste, das, das hat mich noch nicht abgeholt. Die zweite fand ich schon sehr viel besser. Und die dritte, ich habe mir in die Hosen gemacht. Also wirklich. Danke. Mir, wow, wow, wow. Und ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch wie du das eben performst, ne? Das mhm. fand ich großartig. Und du hast ja auch sehr viel Mühe gegeben mit deinem Bühnenbild, das war auch sehr schön gestaltet. Mhm. Und ähm, was ich halt so schön finde, ist die Reaktion des Publikums zu sehen. Ne? Also ja. äh, erstens mal sein Publikum wirklich zu sehen, was man ja auf Instagram eigentlich nicht so wirklich ja, kann. Das ist der Hammer. Du siehst einmal, wer folgt dir da eigentlich. Mhm und ähm, sich dann auch so bestätigt zu fühlen, dass man genau das Richtige macht. Nee, also großen Respekt davor, finde ich richtig geil. Mm, gefällt mir. Das ist halt auch der Wahnsinn, weil normalerweise siehst du ja immer nur so eine Zahl auf Instagram. Da mhm. steht dann so und so viel Tausend Menschen folgen dir oder du siehst halt, wie viele Menschen deine Story gucken. Und dann gibt es Leute, die geben ihr Geld aus. Und für viele Menschen ist es viel Geld, 30, 40, 50 Euro für so ein Ticket auszugeben. Und die kommen dann extra, die nehmen sich den Abend frei und kommen dann zur Location und stehen draußen in der Schlange, weil die Interesse daran haben, was ich zu sagen habe. Und das ist auch nach all den Jahren etwas, was ich immer noch nicht als selbstverständlich erachte. Das schmeichelt mir. Und in mir drinne ist natürlich auch so eine kleine Nicolette, die immer glaubt, ich habe das gar nicht verdient. Ich habe all dieses Leben, was ich habe, gar nicht verdient. Und wie kann es mir so gut gehen? Und irgendwann kommt raus, dass ich gar nicht so toll bin, wie immer alle glauben. Irgendwann kriegen die Menschen schon mit, dass ich gar nicht so witzig bin oder dass ich gar nicht so klug bin und selbstbewusst bin. Und dann werden sie es merken und dann werden sie mich alle verlassen. Das ist eine Unsicherheit, die ich natürlich in mir drin habe. Ähm, aber mich macht es schon sehr, sehr stolz. Und das tut mir auch gut. Und deswegen ist Intimate Hours auch so was Besonderes, weil ich nicht nur die Menschen sehe, sondern mit den Leuten auch in Interaktion trete. Und ich höre die Menschen, ich sehe die Menschen und ich nehme die Menschen wahr. Ich nehme auch beim Dirty Donnerstag die Geschichten der Menschen wahr. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, einfach den Menschen der dir folgt, der auch meine Produkte kauft, der zu meinen Shows kommt, der dafür sorgt, dass ich dieses Leben haben darf, genauso wie die Menschen, die sich unseren Podcast anhören. Das ist eine Stunde deren Lebenszeit, das zu respektieren und sich darüber bewusst zu sein, ohne diese Leute würde ich immer noch in der Firma sitzen und mich beim italienischen Chef in die Pfanne hauen lassen. Mhm. Also ich wertschätze das schon selber. Und natürlich ist so eine Tour auch immer für mich... Ähm, finanziell sehr wichtig im Jahr. Bei Touren verdient man eben sein Geld, sein großes Geld. Man muss halt leider auch die Hälfte dem Staat geben, aber davon leben Künstler und Künstlerinnen. CDs verkauft keiner mehr. Spotify-Streams ja. bringen ja auch kein Geld. Die Leute gehen deswegen auf, auf Touren und spielen ihre Shows, weil das wichtig für das Konto ist. Jetzt hast du schon was ganz Spannendes angesprochen. Du hast ja. Ähm auch relativ bald anfangen können mit äh, Kooperationen und Co, mhm. die man dir angeboten hat. Und ich finde, du bist ja auch so ein bisschen die Queen of Influencing, weil du, ähm, ich finde, du hast eine sehr gute Nische für dich gefunden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und egal, was du bewirbst, ähm, ich finde das immer sehr ehrlich. Ich, also ich schaue deine, äh, deine Werbung an, wenn du Werbung machst und denke mir so, ach, da. Es ist mir fast nicht aufgefallen, dass das jetzt Werbung ist, obwohl es sehr in-your-Face Werbung ist. Aber mhm. du integrierst es so schön mit deinem Sprech, mit deinem, ähm, wie du es vorträgst, wie du es in deinen Alltag integrierst, dass man da, ähm, dass sich das nicht fremd anfühlt. Und auch die Sachen, die du auswählst, ich denke mal, du kannst ja wahrscheinlich aussuchen, was du willst. Du bist nicht in der Situation, wo du alles annehmen musst. Ähm, da, das macht schon Sinn. Und ich habe auch schon ein oder, das ein oder andere Mal gedacht, ah, ja, okay, mh, da schaue ich mal vorbei bei denen, ne? Wobei es vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick mein Ding gewesen wäre. Mhm. Ähm, jetzt kann man da natürlich super viel Kohle machen, aber du hast ja irgendwann gedacht, Moment mal, bevor ich jetzt äh, mit Orion weiterarbeite, das läuft so super, warum mache ich nicht mein eigenes Ding? Mhm. War War das? Der erste Gedanke, den du damals hattest, oder war das das erste Mal, wo du dann über eine eigene Firma nachgedacht hast mit deinen Sex-Toys? Oder wo hat das angefangen, dass du Unternehmerin wurdest? Ich habe viel Scheiße am Anfang beworben. Das würde ich so nicht mehr machen in den ersten Jahren. Das Geld hat einfach so unglaublich toll mhm. geduftet, dass ich auch Sachen in die Kamera gehalten habe. Die würde ich heute nicht mehr zeigen. Es gab Zeiten, da hatte ich jeden Tag eine Kooperation. Da ist das Geld so dermaßen geflossen. Ich habe so unfassbar viel Geld am Anfang verdient. Das war so viel zum Teil dass das schon unmenschlich war. Also da mhm. waren mal eben 40, 50.000 Euro im Monat, waren nichts. Das war ein mhm. Taschengeld. Ähm, und das würde ich heute so nicht mehr machen. Mir ist es heute sehr, sehr wichtig, was ich bewerbe. Deswegen lehne ich auch 80 Prozent ab. 80 Prozent sind einfach diese Internetmarken. Ich muss jetzt nicht die hundertste Influencerin sein, die einen Hey Astrid Rasierer an die Kamera hält. Oder ähm, Ava und May Kerzen, Oceans Apart Klamotten, das sind alles so Sachen. Das würde ich einfach nicht mehr tun. Mhm. Ähm, auch wenn ich die Sachen gut fand, nur irgendwann habe ich mir die Frage gestellt: mh, Wie wichtig sind mir meine Follower und muss ich eine Kerze für 50 Euro anbieten, deren Inhaltsstoffe aus Japan kommen, höchstwahrscheinlich und einfach gar nicht so gut sind oder was auch immer? Und mittlerweile. Ich halte Werbung. Die Werbung muss so sein wie ein guter Cocktail, oder es den Alkohol einfach nicht schmecken. Und ich glaube, dass das so gut verpackt ist bei mir, liegt daran, dass die Sachen, die ich bewerbe, dass ich die wirklich gerne mag. Es ist ja auch sehr, sehr, sehr stark reduziert mittlerweile. Und ähm, wenn ich was bewerbe, dann habe ich da richtig Bock drauf. Und die Sache mit den eigenen Firmen ist so, ich habe halt viel Geld am Anfang verdient und habe gedacht, was mache ich jetzt mit dem Geld? Auf dem Konto liegen ist nicht so geil und irgendwie willst du deinen Lebensstandard in zehn Jahren nicht aufheben, also musst du jetzt was tun, um diesen Standard beizubehalten. Und dann ist eine Freundin auf mich zugekommen, die wollte eine Company gründen, die hatte aber nicht die finanziellen Mittel dazu. Und dann habe ich ganz schnell gedacht, hey, wieso gebe ich dir nicht das Geld und beteilige mich an der Firma? Ich will gar nicht so viel erzählen, weil ich ja auch ein paar Unternehmen habe über die die Leute draußen nichts wissen. Das, ja, behalte das kriegt ich man auch. nicht mit. Ja. Nee, genau, aber ich habe ja, hab ja einiges. Ne? Und ähm, das ist mir aber auch ganz wichtig, weil ich möchte nicht, dass immer alles von meiner Präsenz abhängig ist. Mhm. Und so habe ich das allererste Mal unbewusst ein Investment getätigt und mich dann da auch irgendwie mit befasst. Ich war wirtschaftlich immer schon sehr interessiert. Ich konnte aber auch immer schon sehr gut mit Geld umgehen. Das kann ich auch nur noch mal betonen. Ich kann sehr, sehr gut mit Geld umgehen. Ich überlege mir ganz genau, wofür ich meine Kohle ausgebe. Und so hat das dann angefangen, dass ich immer weiter investiert habe. Das mit den Sextoys ist ehrlich gesagt so gekommen, dass ich irgendwann mit der Zusammenarbeit mit Orion nicht mehr ganz so einverstanden war. Da gab es zwischenmenschlich Dinge, mit denen ich nicht einverstanden war, das ist aber jetzt geklärt, das ist alles in Ordnung, ich und Orion, wir sind fein ähm, und habe dann gedacht, das, was Orion macht, das kann ich genauso, warum jemand anderem das Geld in den Rachen stecken, wenn ich es auch selber verdienen kann und dann habe ich das allererste Mal eine GmbH gegründet mit einem tollen Team und dann wollte ich irgendwann eine Make-up-Linie machen. Die Sache mit den Duftkerzen ist zum Beispiel in der Pandemie entstanden, weil meine Freundin gesagt hat, warum machen wir nicht eigentlich selber Kerzen mit einer guten Qualität? Und ich habe nie gedacht, dass da wirklich was draus wird, aber eigentlich bin ich ja eine Macherin. Und so kamen oft die Dinge. Und mittlerweile habe ich den Dreh raus. Und immer wenn es irgendwo ein Startup gibt, wo ich glaube, das lohnt sich oder da hätte ich Bock drauf, dann habe ich solche Rhabarberblätter als Ohren und mhm. höre mir dann Konzepte an oder gehe in Verhandlungen. Ja, und grundsätzlich kann man aber sagen, um das auch mal aufzudecken, Wer meine EC-Karte klaut, der kommt nicht weit. Also, mein ganzes Geld steckt im Haus und in Firmen. Ich bin mir sicher, dass meine Freundinnen, die Lehrerinnen sind, weitaus mehr Geld auf dem Konto haben oder auf der hohen Kante als ich. Da ist nicht viel bei mir. Und bis sich so eine Firma rentiert, bis man davon leben kann, dauert das ewige Jahre. Das ist was, was ich für die Zukunft getan habe, was sich in 20, 30 La Jahren hoffentlich ähm, rentiert. Egal wie viele Firmen ich habe, ich kann da im Moment überhaupt nicht von leben. Da sehe ich keinen Groschen. Ja, weil das ja auch erstmal super teuer ist. Ne? Also das das ist super ist, teuer. Du, du hast ja... Warte mal, von wie, wie viele Firmen von dir weiß man, dass sie von dir sind? Warte mal, man kennt Ninako, äh, die, die Kerze, man mhm. kennt ähm, Out of Salt, dein Make-up, mhm. man kennt von dir... Haute ähm, ähm, Eau genau. Und ich glaube, das sind die drei, von denen ich weiß. Oder die ich, die ich, äh, offiziell Dann habe ich noch auch, die ja. Never Ending Miracle, dann habe ich noch die Online Boutique. Ah ja, genau, das du ja, die, die Kleider ich auch und so noch. auch zeigst. Genau, das ist das, von denen man offiziell weiß. Dann gibt es natürlich noch so Sachen wie mein Einzelunternehmen, meine Touren, das Bühnenprogramm ist noch mein extra Unternehmen, genauso wie die Bücher. Und dann Warum gibt sind es das noch. Einzelne Unternehmen? Das wird getrennt, weil bei manchen Sachen ich in die Künstlersozialkasse auch einzahlen muss. Das wird einfach beim Staat steuerlich anders abgerechnet. Wenn du auf der Bühne bist, wird es anders abgerechnet. Da gibt es auch nochmal einen Unterschied bezüglich der Gewerbesteuer, weil du ja quasi dein Geld in verschiedenen Bundesländern verdienst und nicht nur an einem Ort, wo die Gewerbesteuer festgesetzt ist. Und ich habe das auch einfach aus steuerlichen Gründen äh, getrennt. Es wird separat buchhalterisch gemacht und auch abgerechnet. Und woher wusstest du das, wie man das angehen soll? Woher hast du das Wissen dazu? Oder du, wurdest du gut beraten ja. oder sind das deine Businesspartner, die mit drinstecken, die sagen: Hey, dafür machen wir jetzt aber eine neue GmbH, dafür machen ja. wir das so und so. Wie ja. ist das gewesen? Ich kann allen Leuten nur sagen, die ein bisschen mehr Business machen möchten und davon nicht so viel Ahnung haben. Vor fünf Jahren hatte ich auch gar keine Ahnung. Aber das Schöne ist, man kann fragen. Man hm. kann fragen, man kann googeln. Ein guter Steuerberater oder in meinem Fall eine gute Steuerberaterin ist immer der erste Schritt. Die wissen in der Regel immer schon ganz viel. Wir zahlen alle einen sehr hohen IHK-Beitrag. Man darf auch sehr gerne mal bei der IHK anrufen und sich etwas für seinen Beitrag geben lassen, nämlich eine Beratung. Ob die gut oder schlecht ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auch eine Anlaufstelle, die Handwerkskammern oder auch die IHKs, bis hin zu, ich liebe tolle Podcasts für Selbstständige. Ich folge Accounts, die manchmal ein einminütiges Reel nur raushauen, wo es um Gewerbesteuer geht oder um Büromaterial zum Absetzen. Da lernt man eine Menge. Und ja, es gibt viele Menschen, die einen beraten. Da muss man noch nicht mal viel Geld investieren in irgendwelche Kurse oder in Unternehmensberater. Es gibt ganz, ganz tolle Anlaufstellen. Bevor ich meine erste GmbH gegründet habe, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Was ist eine GmbH? Welche Rechte habe ich? Welche Verpflichtungen? Und gerade bei Frauen kann ich auch nur sagen, Viele Frauen trauen sich nicht ein Haus zu kaufen, weil sie nicht wissen, wie das funktioniert. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich habe meinen Vater gefragt, Papa, ich möchte ein Haus kaufen. Was muss ich tun? Der hat mir das erklärt. Der hat mir erklärt. Mein Banker hat mir erklärt wofür die Zinsen sind, wofür das Geld drauf geht, was ist ein Grundbuch, wer sieht da alles rein. Ich wusste nicht, wie ich Abwasser anmelde oder Mülltonnen oder so. Ich habe nachgefragt, ich habe bei der Stadt angerufen, ich habe gesagt, hören Sie, ich habe gerade ein Haus gekauft, ich bin noch ein bisschen ahnungslos, können Sie es mir erklären? Die Dame am hm. Telefon hat mir ganz in Ruhe geklärt, wie man abrechnen muss, wie das funktioniert. Also man muss den Leuten noch einfach mal sagen, ihr dürft den Mund aufmachen, ihr dürft euch die Mühe machen und einfach mal nachfragen und irgendwann ist man da ein Profi drinne. Meine Geschäftspartnerin bei Ninako ist mittlerweile Ker Kerzenmeisterin, habe ich das Gefühl. Die kann dir alles über Wachssorten sagen, über Dochte. Die hat, glaube ich, eine Doktorarbeit über Dochte geschrieben über Duftstoffe. Wie viel Grad darf ein Glas erhitzt sein? Wo kommt die Verpackung her? Wie verschickt man am besten? Learning by doing. Man, man entwickelt sich so sehr, wenn man ein Business hat, und das habe ich auch gemacht. Also ich bin nicht als Doktor Professor vom Himmel gefallen, auf keinen Fall. Ich glaube, dass man da einfach sehr schnell eingeschüchtert ist am Anfang ne? und sich dann mhm. denkt: ah, Das ist mir zu viel, da kenne ich mich nicht aus, das schaffe ich nicht, da ich, ja. das, das lasse ich irgendwie. Ja, aber immer wenn ich sowas im Leben gedacht habe, habe ich mir immer angeschaut, wer hat das denn sonst noch alles auf die Reihe ja. bekommen. Also, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen despektierlich, aber. Ich kenne auch andere Leute und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, es gibt genug Männer, die kaufen sich alleine ein Haus und die Männer gründen am laufenden, Band, am laufenden Band irgendwelche Businesses. Was die können, das kann ich auch. Und das ist irgendwie mein Motto. Was andere Leute können, kann ich auch. Und so habe ich das dann immer, so habe ich irgendwie den Mut dazu immer gefasst. Du stellst ja auch Leute selbst ein, ne? Also du überlässt nicht alles deinen Businesspartnern, sondern Nein. du hast ja auch äh, Rede. Also du, also du redest mit, wenn es darum geht, wer arbeitet da und so. Ja. Und ähm, muss ja dann auch Gehälter verhandeln, oder? Genau. Ja, Boah, also wie, wie macht man so? Das stelle ich mir die Hölle vor. Nee, gar nicht. Also ich bin meistens fürs Personal zuständig. Bedeutet das Erste, was ich morgens mache, ist nicht im Bett liegen und Kaffee trinken und TikTok gucken, sondern ich muss gucken, wer ist heute krank, wer kommt zu spät, wer hat seinen Schlüssel vergessen, wer möchte irgendwas geändert haben. Das landet Also bei dir? Ja. Wow das mache ich jeden morgen das mache ich auch wenn ich im urlaub bin ob ich auf ibiza bin ob ich in new york bin ich muss morgens für meine leute da sein für mein team mhm. ich habe natürlich jeder hat seine aufgaben bei uns das ist im business immer geklärt und das ist eines der wichtigsten tipps die ich jedem geben kann bevor ihr ein unternehmen gründet teilt die aufgaben ganz strikt auf und ähm, ja wenn meine rolle personal ist oder marketing ist ja meine aufgabe auch immer dann ist das halt eben mein job da kann ich auch nicht mal eben frei machen und ähm, ich mache das sehr, sehr gerne, aber ähm, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Personalwirtschaft. Und bei Gehälterverhandeln ist das Interessante. Wir haben schon mal drüber geredet, wenn ich einen Mann einstelle, der sagt mir ganz genau, was er verdienen möchte. Der diskutiert das nicht und der kann mir das auch begründen. Ich kenne kaum eine Frau, die die mal ordentlich Geld verlangt, geschweige denn mir das begründen kann. Und wenn wir über Gender Pay Gap sprechen, also Frauen, die immer noch am wenigsten in vielen Branchen weniger verdienen als die Männer, ich glaube, das liegt auch sehr, sehr oft daran, dass Frauen einfach nicht in der Lage sind, ein Gehalt zu verhandeln. Ihren Wert Frauen, kennen, ne? mhm. Frauen können sich, weil sie überangepasst erzogen werden, einfach nicht so oft durchsetzen. Und das habe ich... Ganz, ganz oft. Und beim Personal fängt es ja auch schon bei den Leuten an, die ich hier zu Hause habe. Ob das eine Haushälterin ist, ob das eine Personal assistant ist, oder auch bei den Leuten, die bei mir im Einkauf sitzen oder das Geschäft morgens aufschließen oder im Lager arbeiten. Das sind alles Sachen, die, die wichtig sind. Ich kriege auch am Ende des Monats die Stundenliste, rechne die Stunden aus und schicke das ins Steuerbüro, kriege die Lohnabrechnung und dann wird das überwiesen. Das ist alles meine Aufgabe. Aber mir macht das ähm, großen Spaß. Boah, Macht es gerne. Krass. Also, ich bin ja schon so mit meinem Leben überfordert, wenn ich überlege, dass ich noch diese Verantwortung on top hätte. Ich weiß. Ähm, Aber ich organisiere ja. mich ganz gut. Morgen ist zum Beispiel der letzte Tag des Monats. Das heißt, morgen fahre ich ins Büro. Im Büro kann ich am besten arbeiten. Und dann sammle ich von jedem die Stunden, schicke das den Steuerberater, lade schon mal Quittungen hoch. Und solche Sachen mache ich dann halt eben morgen. Man muss sich das schon an so einen Stundenplan halten. Und dann ist der Tag morgen auch ausgefüllt damit. Warst du in der Schule auch so eine kleine Streberin, die alles sehr strukturiert angegangen ist? Oder gar nicht. Hast du dir für die gar Selbstständigkeit gar nicht. Anordnen, aneignen ja. müssen? Ich glaube, wer Organisation ist eine Überlebensstrategie, mhm. weil ich von Haus aus schlampig bin. Ich bin von Haus aus sehr, sehr nachlässig. Das heißt, ich lasse Sachen liegen, ich schiebe gerne Sachen auf und das setzt mich irgendwann unter Druck so lange, bis es mich nervt oder bis ich Panik bekomme. Und irgendwann habe ich einfach gelernt, hey, je organisierter ich bin, desto schöner und einfacher und entspannter ist mein Leben. Entschuldigung. Und so mache ich das dann. Das heißt, ich trage mir das im Kalender ein. Am letzten Tag des Monats mache ich das, am 15. mache ich das, unterhalte da ich mich auch dran ähm, und schreibe mir auch Dinge auf. Und so läuft das bei mir. Das ist cool so. Hast du schon Leute kündigen müssen? Ja. Wie war das für dich? Ist es, war das eine, aus rein wirtschaftlicher Sicht? Nee, muss halt jetzt gemacht werden und, oder ist das? Das muss was, gemacht werden. Das ist so eine unangenehme Sache, die Unternehmer oder auch meistens wieder Unternehmerinnen nicht machen wollen. Und ich sage immer: Wenn du dich selbstständig machen möchtest, wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben möchtest, ist das deine Aufgabe und das musst du gut und souverän machen. Und wenn du das nicht kannst, darfst du dich nicht selbstständig machen. Dann bist hm. du für mich eine halbe Portion. Dann lass es bitte bleiben. Und das klärt man. Es gibt ja einen Grund dafür, dass ich jemanden nicht behalte. Und. Als allererstes ho hole ich mir ja auch regelmäßig ein Feedback. Ich hole mir ein Feedback von meinen Leuten, ob sie sich wohl bei mir fühlen oder ob sie gerne was anderes hätten. Ich kann nur Unternehmerin sein, weil ich Mitarbeiter habe. Mit meinen Mitarbeitern steht und fällt mein Unternehmen. Ansonsten kann ich einpacken. Und viele Chefs oder Vorgesetzte verstehen das manchmal nicht. Ihr müsst euren Mitarbeitern den Arsch lecken. Lasst die Ego-Nummer zu Hause. Wir leben in einer Zeit, da kannst du überall arbeiten. Wir haben, glaube ich, 1,9 Millionen Arbeitslose. So wenig Arbeitslose gab es noch nie. Es gibt mehr Arbeitsplätze, als es Arbeitnehmer gibt. Und wenn ich demjenigen sein Geld nicht zahle oder der bei mir nicht seine Arbeitsbedingungen bekommt, geht er drei Straßen weiter und mm. bekommt das, was er möchte. Also ich bin als Arbeitgeberin nicht mehr in der Position, ähm, den, den Chef raushängen zu lassen, den Macker. Und wenn ich mir den regelmäßigen Feedback hole, dann liegt mir natürlich auch was daran, dass sich derjenige bei mir wohlfühlt, wenn ich was ändern muss. Und wenn ich dann wirklich glaube, jemand, dem geht es bei mir nicht so gut oder dem bekommt das nicht so oder der kommt seiner Aufgabe nicht nach, dann frage ich denjenigen immer zuerst, ob ihm das selber schon aufgefallen ist und wenn ja, woran das liegt. Vielleicht kann ich ja auch irgendwie helfen, aber das eine Mal, wo ich das tun musste, hat mir die Person gesagt, dass diesem Menschen das selber aufgefallen ist und dass da nicht so viel Motivation hinterhängt und dass es gar nicht mehr so viel Spaß macht. Und dann war das auch vollkommen in Ordnung. Na gut, dann ja. ist es ja einvernehmlich im Prinzip, ne, dass man Ich hatte so bislang noch nicht den Fall, dass ich jemanden gehen lassen musste aus irgendeinem anderen Grund. Mhm. Also du kündigst ja wirklich nur einen Menschen, wenn da was vorgefallen ist und das liegt ja dann auch auf der Hand. Wenn ich einen Mitarbeiter beim Klauen erwische, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey, warum klaust du? du brauchst du was? Also geht's dir nicht gut. Oder ich glaube, viele Leute haben ja auch während Corona ihren Job verloren, weil einfach das für sich mhm. für den Betrieb wirtschaftlich nicht äh, geleistet hat, mhm. äh, gerechnet hat. In so eine Situation, das hatten, bis das hatten nicht wir bekommen. auch. Also Hattet ich ihr auch? auch Leute auf Zeitarbeit schicken, weil ich das anders sonst mhm. nicht hätte regeln können? Aber ich bin Gott sei Dank ganz gut im, im Wirtschaften. Es gibt immer so eine gewisse Summe an Geld, die brauche ich bei jedem Geschäft auf dem Konto. Allein mhm. schon, wenn das Finanzamt kommt und das Finanzamt kommt ja immer plötzlich und will auch immer ganz viel. Plus meine Arme und meine Beine und meine Seele. Aber das haben wir irgendwie schon, ähm, das haben wir Gott sei Dank gewuppt bekommen. Aber so geht es ja nicht jedem, das darf man nicht verkennen. Welche Firma macht dir am meisten Spaß? es eine, wo du sagst, das ist so mein Herzblut? Nee, das, das kann alle, ich so aber... gar nicht sagen. Ich freue mich am meisten über die Firmen, wo mir die Arbeit größtenteils abgenommen wird. Ich habe ganz toll, ein ganz tolles Team, die immer gucken, dass alles für mich geregelt ist. Ich habe mittwochs um 13 Uhr ein Meeting. Und dann sage ich mir immer, was ich mir für die nächste Woche vorstelle. Und eine Woche drauf kriege ich eine tolle PowerPoint, wo alles organisiert wurde und schon geregelt wurde. Ich liebe das und so kann ich richtig gut arbeiten. Schwer fallen mir Unternehmen, wo ich Zeit reinstecke, die ich gar nicht habe, weil ich kann nur so viele Firmen haben, wenn ich unterstützt werde. Das darf mir nicht schwerfallen. Das darf mich nicht belasten. Und bei fast allen ist es so, dass es mich nicht ähm, Belastet. Ich muss sagen, mhm. der Überraschungskandidat sind immer noch die Kerzen. Wir verkaufen so viele Kerzen. Und meine Freundin ist die beste Geschäftspartnerin geworden, obwohl sie überhaupt nicht aus dieser Materie kommt. Das ist und bleibt mein Überraschungskandidat. Heißt nicht, dass ich das am liebsten mache, aber das ist für mich also wow. Gut, mhm. dass ich es gemacht habe. Mhm. Doch, das kann ich mir auch vorstellen. Hätte ich auch gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass. Make-up das Schwierigste ist, weil es wahrscheinlich ja. das teuerste in der Produktion ist. Es läuft halt auch aus. Das, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Genau. Ja. Das ist, also, ähm, out of ja. Salt ist leider eine Totgeburt, das muss man sagen. Deswegen kommt da auch nichts Neues ins Sortiment, weil wir das Ganze geplant haben zu Beginn der Pandemie. Und während der Pandemie hat sich halt herausgestellt, dass es rohstofftechnisch leider nicht so fortgesetzt werden kann. Das war eine unfassbar hohe Investition. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Geld da reingesteckt. Und leider sind, ist die, sind die Rahmenbedingungen mittlerweile so, dass ich die Preise nicht mehr fortsetzen könnte, wenn ich was Neues rausbringe. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wenn das Lager leer ist, dann machen wir auch nichts Neues in diesem Bereich. Das ist schade, aber wir sind nicht im Verlust herausgegangen. Und das ist das Wichtigste. Okay, also ihr okay, musstet nicht drauflegen am Ende. Nein, wir laufen auf Profit schon seit einem Jahr. Also das ist, Ach, das ist doch in Ordnung. Oh ja. ja. Aber der Profit wird ja direkt wieder reingesteckt für Sextoys, was Sextoys teuer sind. Aber ist das nicht eine andere Firma dann auch schon wieder? Nein, Nein. Make-up und Sextoys laufen beide unter der Nicolette GmbH. Und Sextoys sind teuer zu produzieren. Und aufwendig auch, ja klar. Ich bin da ja auch ganz krass hinterher. So, Sextoys sind teuer in der Produktion, weil ich immer Sonderwünsche habe. Die Verpackungen sind super teuer. Ähm, die Vermarktung, wir machen ja ganz tolle Foto- und Videokampagnen, die immer Geld kosten. Mhm. Also das, was reinkommt, buttern wir immer doppelt da rein. Das macht uns Spaß. Das finde ich auch krass, ne, so Sextoys zu machen. Ich glaube, wo fängt man denn da an? Das, also klar, man, man sieht, was andere Firmen das machen, man mhm. guckt vielleicht, wo die hergestellt werden, und dann schreibt man Hersteller an, hey, ich hätte. Hätte das auch gern irgendwie habt ihr einen Rohling, den man anpassen kann, oder? Ja, also in erster Linie habe ich beobachtet, wie so der Markt ist, was es so für führende Hersteller gibt und was mich bei denen nicht stört, was mich bei denen stört und nicht begeistert. Das wollte ich auf jeden Fall schon mal anders machen. Ich wollte, dass meine Firma sehr schlicht und sehr elegant ist. Und Das haben wir bei Haute ja auch toll geschafft. Andere sind mir ein bisschen zu bunt, zu kitschig, zu primitiv, muss man einfach so sagen. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen von meinem Körper ausgegangen und das was ich bei Sextoys so wichtig finde. und du musst eine breite Masse bedienen. Du kannst nicht immer nur mit dem Bunny Vibrator um die Ecke kommen. Wir arbeiten jetzt momentan an der Fetischlein. Du musst Accessoires anbieten, Gleitgele, Kondome, Das gehört ja alles mit dazu. Und das ist alles teuer. Deswegen hat sich das so mit der Zeit entwickelt, aber ich brenne für die Sextoys. Ich liebe das. Aber das rechnet sich wahrscheinlich auch. Ne? Wenn du dann so ein großes Produktsortiment hast, dann hast du wahrscheinlich Produkte, wo du eine höhere Marge hast und welche, wo eine geringere Marge hast. Aber dann so im Durchschnitt äh, ist es dann schon irgendwie besser. Genau. Also von gewinnen kann man eigentlich noch nie so richtig sprechen, weil wir, wie gesagt, alles, was aufs Konto kommt, wieder reinbuttern. Ich habe noch nie noch nie einen Euro bekommen von den Sex-Toys. Noch nie. Krass. Nicht mal 50 Cent. Alles, was reinkommt, das wird direkt wieder in die Produktion reingesteckt. Nicht mal mein, mein eigenes Investment habe ich wieder rausbekommen. Bei keiner Firma. Also ich bin immer noch selber persönlich im Minus. Und in zehn Jahren kann man dann darüber sprechen, wie sich das rentiert und ob sich das rentiert. Es kann ja auch was sein, dass ich die, die Firma verkaufen möchte und keiner will sie haben. Und gerade bei der Kerze und, und bei ähm, den Sextoys. Wie machst du das, eine Firma aufzubauen, dass sie am Anfang natürlich von dir abhängig ist und du das Gesicht mhm. dafür bist, aber du sie so aufbaust, dass sie irgendwann ohne dich funktionieren kann? Ähm, Hast du dann einen Plan für sowas? Ja, du musst schon eine gute Marke, Marketingstrategie fahren. Wir haben es zum Beispiel zwischendurch natürlich auch mit dem Influencer-Marketing probiert. Das heißt, Influencer sollten ein paar Sachen bewerben. Das ist aber meistens nicht gut gelaufen. Das heißt, ich habe immer draufgezahlt, der Influencer war teurer als das, was reingekommen ist. Dieser Influencer-Markt, manche Communities haben einfach keine Kaufkraft. Das mhm. ist einfach so, die kaufen dann nichts und dann war der Influencer super teuer für mich. Und eine Marke natürlich so zu etablieren und gute Qualität anzubieten. Ich glaube, das sorgt immer dafür, dass Leute auch abhängig vom, vom eigenen Marketing da bestellen. Und das ist immer das Ziel. Das Ziel ist es nicht, dass wenn ich ein Produkt bewerbe, dass die Einkäufe da reinkommen, sondern dass jeden Tag die Sales laufen. Das ist wichtig. Und das haben wir eigentlich ganz gut und auch ganz schnell geschafft. Ich muss aber dazu sagen, dass wir bei der Neverending Miracle, das ist ja eine Online-Boutique, wir sind ein ganz normaler An- und Verkauf von Klamotten, Das ist nicht selbstdesigned ist. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde es immer lächerlich, wenn Leute so wie die Obert im, Buch... im Prinzip. Ja, genau wie die Claudia ja. Obert. Ähm, da ist natürlich die große Gefahr der Retoure. Leute, wir leben ja in einer Zeit, wo du über Klana auf Pump alles bestellen kannst. Dann bestellen sich Leute für 1000 Euro die Klamotten und schicken mir für 900 Euro die Klamotten zurück, die manchmal auch in einem asozialen Zustand sind, dass ich sie gar nicht mehr verkaufen kann. Da findet mein Verlust schon statt. Dann warten die Leute bis auf den letzten Tag der 14 Tage. Und schicken das zurück, dass ich 13 Tage lang die Produkte nicht weiterverkaufen konnte. Wir Deutschen sind einfach Reklamationsanführer in Europa. Und das ist richtig krank. Und das macht ein Unternehmen kaputt. Diese, ich schicke was zurück oder ich tausche ständig was um, weil ich meinen Körper nicht kenne. Das ist etwas, das hat ich glaube Zalando, C&A, About You. Ich glaube, das hat die richtig fertig gemacht. Da gab es ja auch noch den kostenlosen Hin- und Rückversand. Und ich hoffe, dass uns das nicht irgendwann Kopf und Kragen kostet. Das ist eine, Schri eine ganz schreckliche Mentalität. Aber das da bin ich selbst auch schuldig. Also, ich bin, wenn ich mir nicht sicher bin mit der Größe, dann hole ich halt das gleiche Item in zwei verschiedenen Größen und probiere es dann halt so aus an, so wie ich es im, so im Laden auch machen würde. Ne? Mhm. Machen also du, du kannst im Prinzip wahrscheinlich davon ausgehen, wenn du eine Bestellung siehst, wo ein doppeltes äh, Item drin ist, mhm. dass, das, ähm, dass das doppelte Item und dann eins davon zurückkommt. Genau. Ja, ja. Mittlerweile kontaktieren wir die Leute, wenn die sich zum Beispiel drei Größen bestellen und fragen, können wir dich irgendwie beraten. Mhm. Und das wird auch manchmal sehr gerne angenommen. Manche sagen dann, nee, nee, so wie die Bestellung ist, so ist sie in Ordnung und dann schicken sie alle drei zurück. Mhm. Es gibt Frauen, die bestellen sich noch Hose in der 36, in der 38 und in der 40, schicken alle drei zurück und sagen, war zu klein, weil eigentlich haben sie eine 42. Und ich frage mich manchmal, warum bestellst du, wenn du eine 42 hast, 36, eine Hose in der 36? Ja. Das ist doch, also ich habe auch das Gefühl, Dadurch, dass wir die Deutschen sind ja nicht so gut angezogen, das muss man ja sagen. Nirgendwo werden mehr Hoodies und Jogger verkauft als in Deutschland. Wir laufen ja ständig nur in Lumpen rum. Dass dadurch, dass zum Beispiel alle Frauen nur noch in Oversize XXL Hoodies rumlaufen, kennen die ihre eigene Konfektionsgröße gar nicht mehr. Viele Frauen, glaube ich, können ihren Körper gar nicht einschätzen. Ich zum Beispiel, ich sehe ein Teil online. Und ich brauche drei Fotos, um genau zu sehen, welche Größe ich brauche und ob mir das passt oder an welcher Stelle es zu eng wird. Aber ich kenne auch einfach meine Proportion und ich bin ziemlich unproportional. Will ich dazu sagen. Ich bin ja ein bisschen verbaut. So hast du dich <laughs> geschaffen, ne? So hast du dich schaffen lassen. So habe ich mich schaffen lassen. Wie ist denn das so bei dir, businesstechnisch? Was gibt's denn da so für, für Träume, die du hast? Wir haben jetzt so viel von mir gequatscht. Ich wollte, ich wollte früher immer, ja, das war ja auch bewusst, ich wollte so eine kleine Nicolette-Business-Folge machen. Mhm. Um, ich wollte früher, als ich mit YouTube angefangen habe, das waren ja auch so die goldenen YouTube-Zeiten noch vor ungefähr acht Jahren, ähnlich wie bei dir, ne? Ähnlicher Zeitraum. Mhm. Toll, so Zeit. 2015, 2016, so. Ähm, da ging das ja auch relativ schnell bei mir, dass ich äh, innerhalb meiner queeren Community ein großes Following aufgebaut habe und war dann die größte Drag Queen auf YouTube in Deutschland und so. Und die erste Drag Queen Influencerin. Also, das es vor mir noch nicht in Deutschland. Und meine Träume waren dann auch, ah ja, mal Make-up zu machen, eine eigene Make-up Brand. Und ich weiß noch, in dem Moment, wo ich das geträumt habe, hat in den USA angefangen, dass jeder Influencer eine Brand gestartet hat ne? oder eine Kooperation mit einer Make-up-Brand, dass er dann sein eigenes Produkt rausgebracht hat. Und ich fand das sehr inspirierend und habe gedacht, ah ja, genau, das wollte ich immer machen. Ähm, das werde ich mal in Angriff nehmen, wenn ich 100.000 Follower geknackt habe, habe ich gesagt. Weil drunter fand ich es immer schwierig, weil ich nicht wusste, ja, da hast du vielleicht... Ja, du brauchst eine Abnahme. Genau, du brauchst eine, brauchst eine gewisse Reichweite, damit Leute dann auch äh, das kaufen. Und als es dann soweit war und ich mir nochmal drüber Gedanken gemacht habe, was kann ich jetzt damit machen, da gab es diesen Markt schon gar nicht mehr. Dieses Beauty-YouTube, das gibt es ja nicht mehr, das ist ja tot. Kein Mensch ist mehr auf YouTube, um, äh, um sich zu schminken und Tutorials zu machen. Sprich, ich habe da so ein bisschen den äh, Zug verpasst. Was aber nicht schlimm ist, ich könnte das jetzt nochmal auf auf TikTok glaube ich ist das noch mal so eine zweite Welle geworden, dass TikTok Beauty jetzt ein großes Ding ist. Nur habe ich mich weiterentwickelt und bin so ein bisschen auch mit der Zeit gegangen habe gemerkt, ah Beauty ist läuft nicht mehr so, also mache ich kein Beauty mehr. Ne? Mhm. Ich ähm, mache keine Beauty-Tutorials oder nur noch sehr sehr wenig. Ich habe da immer Nikki noch Spaß Tutorials dran. macht's auch nicht mehr, gell? Hat auch aufgehört. Hat sie? Das letzte Video hat sie glaube ich vor fünf oder sechs Monaten gepostet. Die macht nur noch Shorts. Die macht kein richtiges Get Ready with Me mehr. Ach krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe letztens mal geschaut, auch Patrick Starr und diese ganzen Amerikaner, mhm. die damit erfolgreich geworden sind, sich zu schminken, das ist leider ausgestorben. Genau, das läuft nicht mehr. Das wird damit nicht mehr bin nicht ich groß, groß geworden. Ja, ich auch. Genau, so habe ich mein Drag kennengelernt oder gelernt einfach, wie man sich schminkt. Und das gibt es nicht mehr und das läuft nicht mehr. Und dementsprechend ziehen die Leute halt weiter und suchen sich andere Plattformen, suchen sie vielleicht auch anderen Content, den sie machen können. Ich Versuch jetzt oder ich, ich möchte auf jeden Fall sehr viel mehr Musik machen. Da äh, schlägt mein Herz für. Das ist natürlich auch ein sehr schwieriger und äh, umworbener Markt und da ernst genommen zu werden, ist natürlich auch nochmal sehr, sehr schwierig. Wenn du als Influencer gestartet hast, dann ähm, will das erstmal keiner ernst nehmen, dass du Musik machen möchtest. Ne? Deswegen mal gucken, was da jetzt noch passiert. Ich habe sehr viel in der Pipeline, das möchte ich verfolgen. Ich trete jetzt zum Beispiel am 17. Juni, also nächste Woche auf dem Zürich Pride auf, auf der Mainstage. Da freue ich mich Teil. schon drauf. Und ähm, mal gucken, was da noch passiert. Und ansonsten will ich halt weiterhin Entertainment einfach machen. Ne? Das heißt, äh, gerne Fernsehen, eigene Fernsehsendung. Ich kann mir auch vorstellen, in Richtung Comedy, Entertainment zu gehen. Also das ist, ähm, das sind schon so die zwei Sachen. Aber eigene Firmen, mh, ich glaube, ich habe da einfach noch nicht das Richtige gefunden, was so, wo mein Herz verschlägt, weil es ja auch Schwierig ist, es wäre natürlich sehr einfach, jetzt irgendwie ein Pflegeprodukt oder ein Make-up-Produkt rauszubringen mit einer White-Labeling-Solution. Ne? Also einfach, und du nimmst ja für alle, die das nicht kennen, man nimmt sich aus, aus einem Herstellerland äh, ein Rohling und pappt da einfach sein Logo drauf und dann ist das ja. aber nichts Originelles. Dann hast du ja. keine originelle Verpackung, die nur du hast. Du hast keine originelle Formulierung des Produkts, die nur du hast, sondern das ist dann das, was jeder macht und das Merkt man halt auch. Und ich glaube, die Konsumenten wollen das nicht mehr. Ne? Das Aha. hat damals noch geklappt mit Morphe. Morphe ist ja genauso groß geworden. Das war eigentlich ein, ein AliExpress-Händler, die einfach ihre White-Label-Produkte unter Morphe dann verkauft haben. Und dann hat das aber so einen Erfolg gefunden, noch in dieser goldenen Influencer-Zeit vor acht Jahren, dass sie das selbst produzieren konnten und dann origineller wurden. Aber das ist heute einfach auch mit unglaublich viel Geld ver, ähm, verbunden. Und ähm, was war das? mit sehr viel Geld verbunden und auch eine Schwierigkeit, ne? Und ähm, da bin ich aktuell irgendwie nicht, sehe es noch nicht. Wie, ähm, wie findest du denn das, dass sich diese ganzen Social Media Plattformen verändert haben? Ich sag immer, Social Media war vor sieben, acht Jahren der schönste Ort ever, also fand ich. Mit ähm, man hat einfach irgendwie einen süßen Filter beim Bild geknallt und hat das gepostet. Oder man hat Make-up-Tutorials noch gemacht oder Leute haben so unverfangen in die Kamera gesprochen. Das ist ja so alles gar nicht mehr. Wir sind ja quasi so diese Urgesteine, die jetzt mhm. da so richtig rausgewachsen sind. Wie empfindest du das? Also ich habe mir das immer gedacht, dass es das passieren wird. Für mich kam ich das auch. nicht überraschend. Mhm. Denn wenn man sich das anschaut, damals ging es darum, es gab nicht viele Leute und nicht viele Leute hatten die Möglichkeit, das zu machen. Und je einfacher das wurde, Content zu gestalten und je einfacher es wurde, Leute zu erreichen, desto mehr Leute gab es dann auch und desto professioneller wurde es. Und ich glaube, dass, dass diese Professionalität, die dann damit kam, die hat das so ein bisschen gekillt, weil dann auf einmal alles überretuschiert war, alles war überproduziert, alles war mhm. zu perfekt. Und man hat immer versucht, seinen eigenen Standard und den Standard der anderen Leute, der immer mehr gewachsen ist, nochmal zu toppen und nochmal zu toppen. Und damit ist auch die Authentizität verloren gegangen. Hm. Und dadurch haben sich dann so Plattformen wie TikTok eben breit machen können, bei denen es halt überhaupt nicht in, um professionelle Produktion ging, sondern es ging darum, Wegwerf-Content zu gestalten. So schnell wie möglich, so einfach wie möglich, so relatable wie möglich. Und äh, das haben wir auf Instagram und Co., glaube ich, einfach uns selbst verbaut. Dadurch, dass wir so professionell und perfekt wie möglich wirken mhm. wollten. Und ja. das war halt nicht mehr gefragt. Und das ist auch okay. Ich finde, so eine Plattform soll sich ja auch verändern. Ich meine, alles verändert sich auf der Welt. Warum sollen, sich die, warum sollen die Plattformen stillstehen? Ne? Das ist ja auch mhm. Quatsch. Mhm. Was meinst glaub, du, wo Instagram und so in fünf Jahren ist? Du, das ist das Gleiche mit Facebook. Das wird in fünf Jahren, ist das. Da wo die Mama noch online ist und die Tante und mhm. die Kids, die findest du ja heute schon gar nicht mehr auf, auf Instagram. Also wenn ich mir manche TikToker anschaue, die fünf Millionen Follower auf TikTok haben und mhm. das krasseste geilste Engagement, dann schaue ich mir deren TikTok, äh, deren Instagram an und da haben die 15.000 Follower. Und ich so, wie kann mhm. denn das sein? Das, ist, ich krass. das, von der, das ist krass. Dass sich das von der einen Plattform nicht auf die andere übertragen lässt, finde ich ähm, auch super krass. Aber das ist. Das ist, glaube ich, das gleiche, wie es bei uns mit Facebook war. In dem Moment, wo meine Mutter und meine Tante auf Facebook waren, habe ich gemacht, ja, goodbye, ciao. Mhm. Also die müssen jetzt nicht wissen, was ich am Wochenende gemacht habe, für die müsste ich das nicht posten und dann wird es auch uninteressant. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, so, so das ist halt so ein Generationenwandel, ja. Ja, das stimmt. Ich habe es mir auch immer so gedacht, weil meistens war nach zehn Jahren immer die Periode vorbei, genauso mhm. wie mit MySpace damals oder wer kennt weniger oder von Ja. Richtig, nach zehn Jahren ist das immer ausgelaufen und Instagram hat ja jetzt seine zehn Jahre voll. Und TikTok hat es einfach abgelöst, auch wenn TikTok gar nicht, gar nicht meine Plattform ist. Ich versuche mich da immer so ein bisschen, aber ich bin wahrscheinlich so diese 35-jährige Mutti, die sich auf Instagram immer noch wohlfühlt. Das ist aber auch so mein, mein Star Startschuss gewesen, aber es ist genauso, wie du sagst. So der baby die halt, ne? Total. Mittlerweile, wenn du eine Kooperation hast, musst du ja ein Kamerateam, die Warner Brothers, einfliegen lassen oder die Universal Studios. <laughs> Da wird mit Greenbox was gedreht und Fo Fotografen kommen. Ich habe das ja auch eine Zeit lang probiert und irgendwann habe ich gedacht, ich kann da nicht mithalten. Das tut Nochmal mir leid. Schön das ist, CGI drüber. Das ist so, das ist alles so unnatürlich. Ich bin immer noch die, die gerne spontan in die Kamera quatscht. Mittlerweile untertitel ich ja meine Stories. Ja, ich mache es mittlerweile. Gern geschehen. Ich habe dich ja gedrängt. Ja, ich bin jetzt mittlerweile Netflix geworden, aber so dieses ursprüngliche. Ich super. Ja, viele finden das ganz toll. Ich mache das ja auch weiter, das ist auch kein Problem. Aber so dieses Oldschool-Instagram, wie es mal war, dieses schöne, ah, das ist leider futschi. Ja, das ist okay. Ich finde sowieso, dass du die größte TikTok-Queen wärst. Du bist prädestiniert dafür, dein Content ist prädestiniert dafür. Du musst dich da einfach noch reindenken. Und ich glaub, Wir haben das, das mal probiert. Ich habe meinen TikTok-Account mal von jemandem betreuen lassen. Die hat zum Beispiel tolle Ausschnitte von Dirty Donnerstag, die lustig waren, dort gepostet. Das hat gar keinen Anklang gefunden, weil mein Content einfach zu erwachsen ist. Immer wenn ich auf der Straße angesprochen werde und jemand sagt, ey, ich kenne dich von TikTok, was vielleicht so fünfmal im Jahr passiert, sind das Teenager unter 14, die, die, das ist gar nicht meine Zielgruppe, ich habe gar keine Verbindung zu denen, die kaufen mhm. auch nichts von mir, die kommen auch nicht zu einer Show, die sehen auch gar nicht meine Qualität. Deswegen ist TikTok einfach, das ist ein zu junges Publikum. Adele hat doch in einem Interview gesagt, sie macht keine Musik für TikTok. Mhm. Sie macht ja, Musik sie, für Instagram, ja. für die Muttis und nicht für die Kinder. Und mhm. da habe ich zum ersten Mal mich so richtig verstanden gefühlt. Das ist gar nicht meine Zielgruppe. Ja, jain, verstehe ich, was du meinst. Ähm, ich finde es trotzdem wichtig, da up-to-date zu bleiben und ist auf, es auf den auch. neuen Plattformen. Auch grad, wenn ich es ja, mir nicht eingestehen will. Ja, auch wenn ich mir nicht eingestehen will. Es ist wichtig, man muss da mitschwimmen, ob man möchte oder nicht, gerade wenn es ums Business geht. I try my best. Hast du für deine Firmen ähm, auch Social-Media-Beauftragte oder ist das alles in deinem Scheffel? Nein, äh, gar nicht. Manche Sachen mache ich selber, aber die anderen Sachen gebe ich gerne aus der Hand, gerade wenn es so um Content geht. Oder bei Utwolee haben wir auch so ein Liebesratgeber auf der Homepage. Da habe ich ganz tolle Leute, die das für mich machen. Das wäre sonst auch zu viel. Ich würde das aus dem Auge verlieren. Oder auch so Nachrichten beantworten. Bei einem Firmencontent musst du ja auch regelmäßig Fragen beantworten, die dort gestellt mhm. werden zu Produkten. Kann ich übrigens allen Companies nur raten oder auch Restaurants. Instagram ist ein wichtiges Tool. Ich möchte 2023 auch einen Tisch über Instagram reservieren können. Da frage ich, kann ich heute Abend mit vier Personen kommen und fünf Wochen später antworten die mir, oh, sorry Nicolette, wir haben deine Nachricht nicht gelesen. Ja, ja dann stimmt, stell ja. jemanden ein. Stell jemanden ein. Oder ich will auch einen Arzttermin über Instagram machen können. Bitte betreut eure Accounts. Bitte. Ich glaube, dass die Leute das einfach als zu unprofessionell wahrnehmen. Aber Weil es ist die Zeit jetzt. Ja, ja, wäre schon wichtig. Wobei es ist, jetzt ist es schon wieder zu spät. Instagram ist tot. It's over. Leider, es ist. Sonst vorbei. würden uns ja auch viel mehr Leute folgen auf, auf Instagram. Aha. Ne? Wollte ich nur also, mal kurz erwähnt haben. Hätten wir vor sieben Jahren diesen Podcast gemacht, hätten wir jetzt 50.000 Follower ohne Scheiß. Mindestens, mindestens. Ohne so. Scheiß. Ja. Tja, it is what it is. Aber ich sag's dir, mit dir würde ich zusammen noch mal ein paar Make-up Produkte rausbringen, auch in Kooperation mit einer tollen Brand. Kreolan, wenn ihr uns hört, <laughs> ich und <laughs> Kreolan X Nicolette X Candy, ich hätte richtig Bock da drauf. X Teufelsküche. X Teufelsküche, ja. Teufelsküche die äh, die Palette. Also, lustig. ich glaube, Creolan hat sowas auch noch nie gemacht. Die sind ja auch leider gar nicht so Social Media affin. Mm -mm, Aber da, ja. drauf. Da, da hätte ich hatte Bock ja, drauf. Ich, ich glaube, das habe ich offen, öffentlich noch gar nicht erzählt. Eigentlich hätte jetzt diesen Monat im Mai meine eigene ähm, Eyeshadow Palette rauskommen sollen mit Bambi zusammen. Echt? Gemeinsam, ja, gemeinsam mit, einer, wow. ähm, mit einer Berliner Indie Make-up Brand, die wir total lieben, die wir toll finden und die machen gar nicht so viele Kooperationen, aber ich habe die mal angeschrieben vor zwei Jahren und die waren total Feuer und Flamme und dann sind wir das angegangen und ähm, das hat dann am Ende aber leider nicht funktioniert. Also wir waren schon sehr sehr weit in der Planung hatten auch schon wie gesagt den Launchtermin und das hat dann am Ende daran am, am Krieg ge gelegen. Also die, ja. die ja. Supply Chain, es waren keine Rohstoffe mehr da und man konnte das nicht versprechen, dass man diesen Launchtermin einhält und dann ist das irgendwie untergegangen. Und, Hast und, du Lust, mit ja. mir eine Kerze zu machen? Eine Kerze sofort. Hast du Lust? Natürlich. Wir können eine Kerze Fänd's zusammen lustig. machen. Wir können auch ein Sextoy zusammen machen. Ah, ein Sextoy. <laughs> Hast du Bock? <laughs> Na, ja, also Aber natürlich. Wir hatten gestern ein Meeting auf dem Feiertag zu den Kerzen und ich hätte schon Lust, mal was mit jemandem zu machen. Ja, das fand ich süß. Ja, dann machen wir das. Es ist ein Versprechen hier mit wir, vor wir allen können, Leuten. Wir können auch eine Teufelsküche-Kerze machen, die dann so nach nach Teufelsküche riecht, wie wir uns das ja. vorstellen. Wir haben jetzt im Juni, wird es bald eine besondere Aktion geben zu A New Gay is Born zum Pride Monat. Ist <laughs> übrigens kein Pinkwashing, weil die Kerze gibt es das ganze Jahr bei uns. Aber wenn du magst, also, ist es ja, ein ne? queer geführtes Unternehmen. Also. Richtig. Außerdem, und ähm, wir können gerne aber zum Herbst, Winter hin eine ganz eigene Kerze machen. Lass uns da nochmal drüber sprechen, sehr gerne. Machen wir. Fände ich süß. Danke für die tolle Folge. Ich danke dir, ich wünsche dir noch alles Gute auf Mallorca und Co. Bis nächste Woche. bald. Ciao. Bye.